Hallo und willkommen hier wieder zu Video News. Und zwar habe ich hier etwas ganz Großes jetzt für euch. Ganz viele neue Link-Monster und zwar die restlichen aus dem Link-Frames-Pack. Und ja, da haben wir auch mal die Fresh Model Sistar. Die haben wir auch hier drinnen. Der Effekt, also es ist ein Link 2 Erdemonster, Fee-Typ. Mit 1500 Angriff, die Link-Pfeile sind links unten und rechts unten. Braucht zwei Madolchi-Monster. Und der erste Effekt ist, wenn diese Karte auf ein Madolchi-Monster zeigt, dann können Madolchi-Zauber und Fallenkarten, die man kontrolliert, nicht angezielt werden oder zerstört werden durch Effekte. Das ist mal schon ein guter Schutz eigentlich. Ich bin jetzt nicht so mit den Madolche-Karten vertraut. Haben die gute Zauberfallkarten, die man schützen müsste? Und der zweite Effekt ist, wenn diese Karte vom Feld zerstört oder durch einen Kampf, also das Feld verlässt sozusagen, entweder durch Kampf oder durch einen Karteneffekt, dann kann man einem Madolche-Monster vom Friedhof ins Deck zurückmischen. Und ja, ich finde so typische Madolche Karten, aber direkt aufregend finde ich das jetzt nicht, den Effekt von der Karte. Schauen wir uns das Bild da genauer an. Dafür ist das Artwork ziemlich süß. Aber sonst leider nichts. Okay, dann zurück zu dem. Hier ein Ritual Beast. Das ist ja mal cool, okay. Link 2 Wind Psi mit 1800 Angriff. Die Link-Pfeile sind wieder links unten und rechts unten, also typisch. Materialien sind zwei Ritual Beaster Monster. Okay, Ritual Beaster, also nicht Zema, sondern Beaster. Und der Effekt ist, also der zweite Effekt kann man einmal pro Runde aktivieren. Der erste Effekt ist, Ritualmonster, die gelinkt sind mit dieser Karte, bekommen 600 Angriff und Verteidigung. Ja, nicht so schlecht. Der zweite Effekt ist, man kann eine Ritual Beast Karte im Friedhof verbannen und sofort nachdem dieser Effekt aktiviert ist, sozusagen, oder passiert, darf man einmal ein Ritual Beast Monster von der Hand als Normalbeschwörung beschwören. Okay, das ist mal nicht so schlecht. Dann der dritte Effekt ist, während jeder Runde, auch das gegnerische Runde, eigene Runde, ist ein Quick-Effekt. Man kann diese Karte, die man kontrolliert, ins Extra-Deck zurückmischen. Dann zwei verbannte Monster, ein Ritual Beast Tamer Monster und ein Spiritual Beast Monster. Achso, Spiritual Beast heißen die, Ritual Beast. Okay, jetzt verstehe ich's. In Englischen bin ich da nicht so vertraut, ich bin hauptsächlich immer in deutschen Ding. Okay, und dann kann man die als Spezialbeschwörung beschwören. Also der zweite Effekt macht sozusagen mal eine schon verbannt, damit man, und dann womöglich vielleicht noch eine Fusion machen oder sowas, die auch wieder verbannen, und dann kann man das wieder zurückmischen und wieder neue Monster daher holen. Es ist nicht so schlecht. Ja. Und ja, dann. Schauen wir uns das noch an. Gibt es da ein größeres Ding? Ja, wow. Ah, da ist die da, die Winder. Und der alte Sack ist da vorne. Und dieser große Vogel. Okay. Dann haben wir hier ein Zefra. Wow. Zefra, das gefällt mir. Und der schaut auch noch richtig cool aus. Wow. Drei Links. Anscheinend, das ist jetzt wieder nicht mehr so gut. Okay, Link 3, also die ganze untere Reihe ist voll mit den Link-Pfeilern, hat 2500 Angriff und Materialien braucht er zwei oder mehr Monster, die als Spezialbeschwörung beschworen wurden vom Extra-Deck. Okay, ich meine, Link-Monster kann man dafür benutzen. Gut, geht dann schnell. Man kann den ersten Zeiteffekt nur einmal pro Runde aktivieren, ja okay, er hat nur zwei Effekte. Und wenn ein Monster, das als Spezialbeschwörung von Extra Deck
beschworen wurde, in dieser Link-Zone durch einen Karteneffekt zerstört oder durch einen Kampf zerstört wird. Durch einen Karteneffekt des Gegners zerstört wird. Man kann ein Monster im Friedhof wählen oder ein Pendulum-Monster, welches auf dem Extra-Deck ist und der Hand hinzufügen. Okay, ist jetzt nicht so schlecht, aber es geht vielleicht noch besser. Man kann ein Monster, das als Spezialbeschwörung beschworen wird, vom Extra-Deck. Okay, das ist egal, wer kontrolliert, also Gegner oder man sich selber. Aber man kann nicht das selber zielen. Ah, okay. Man muss ein Monster, was man selber kontrolliert, was als Spezialbeschwörung beschworen wird vom Extra-Deck, und ein Monster, was die Gegner kontrolliert, was ebenfalls als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworen wurde, anwählen und das gegnerische Monster, also das zweite Ziel, bis zur Endphase verbannen. Ja, ich meine, gut, Zephyr, sie haben jetzt ein bisschen Unterstützung, haben drei Link hinunter, das ist ja mal schon gut, weil die arbeiten ja wirklich mit Extra-Deck. Ja, das ist jetzt nicht so schlecht. Aber es geht vielleicht noch besser. Wow, 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 was sehen wir hier? Ein Aleister Link-Monster. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay, Aleister the Meltdown Invoker, Link 2, Finsternis, Magier, Link-Effekt 1800 Angriff, Link-Pfeile links unten, rechts unten, Material, zwei Monster mit verschiedenen Typ und Attribut. Das ist eh eigentlich einfach zu machen. Der Name dieser Karte ist als Aleister Invoker, während er auf dem Feld oder auf dem Friedhof ist. Okay. Und wenn ein Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung beschworen wird, während diese Karte ist in der Monsterzone, in welcher Monsterzone? Egal welche Monsterzone, okay. Man kann eine Karte abwerfen und wenn man das tut, kann man einen Invocation oder The Book of Law vom Deck in die Hand holen. Also man holt einfach eine Karte mal. Ist jetzt nicht so schlecht, plus 1 dann. Und wenn diese Karte, wenn diese offene Karte, ja, ich meine, man kann ihn eh nicht verdeckt hinlegen, also er muss mal offen sein. Wenn der das Spielfeld verlässt, durch einen gegnerischen Karteneffekt, man kann eine Omega-Summon-Karte vom Deck in die Hand holen. Also das ist sozusagen der Sucher für alle anderen Invoked-Karten. Ich finde es trotzdem cool. Ich glaube aber, man spielt hier nicht wirklich. Man spielt ja schon die Karten nicht. Aber vielleicht jetzt mehr? Mal schauen. Aber dafür ist er da ziemlich einfach zu beschwören mit verschiedenen Typen und Attributen. Also für manche Decks, die können ihn dann einfach auch noch da reinhauen, die was eh schon vielleicht den in Aleister auch noch so normaler drin haben. Ja, okay, dann Game Knight Phantom Core. Da haben wir hier den Effekt. Link 2, Erde, Gestein, Link-Effekt-Monster mit 1450, okay, Angriff, links unten, rechts unten, Bach 2, wie heißen die, Gem-Monsters, sage ich mal, Kristall, irgendwas, oder so, Edelstein, glaube ich, heißt es in Deutsch, und, ja, kann nur einmal pro Spielzug aktiviert werden, der Effekt von diesen Kartennamen, wenn diese Karte als Link beschworen wird, man kann einen Gem Knight Karte vom Deck in die Hand holen. Nicht so schlecht. Und dann kann man auch sich die Fusion holen, oder? Oder nicht? Nein, Gem Knight, ja. Ich bin so ein Vollkaufer, sag ich mal. Ja, der zweite Effekt ist, man kann 1000 Lebenspunkte zahlen. Ein Gem Knight Fusionsmonster vom Extra Deck beschwören. Also als Fusionsbeschwörung beschwören, indem man die Fusionsmaterialien im Friedhof oder verbannten Karten ins Deck zurückmischt. Friedhof und verbannte Karten? Wow. Und wenn man das tut. Okay, das Monster kann nicht
direkt angreifen. Also kann ich direkt angreifen diese Runde? Ja, meine Güte. Kack egal. Gut, so schaut das Monster nochmal aus. Schaut nicht so schlecht aus. Vom Artwork her. Bisschen mager mit den Kristallen her und so weiter. Gut, dann haben wir hier noch eine Isolde Inspiration of the Noble Knights. Ein Noble Knight Monster, Link Monster, Link 2 Lichtkrieger, 1600 Angriff. Wieder links unten, rechts unten im Materialien. Braucht zwei Kriegermonster. Kriegermonster. Ja, Effekt kann man den Namen von Spielzeug aktivieren und wenn diese Karte als Linkbeschwörung beschworen wird, man kann ein Kriegermonster, kein Noble Knight, Kriegermonster vom Deck in die Hand holen. Wow, das kann man für Helden eigentlich auch gut benutzen. Und man kann aber nicht normal oder Spezialbeschwörung, also man kann dieses Monster halt nicht als normal oder Spezialbeschwörung beschworen. Das, was man sich halt in die Hand holt, durch diesen Effekt. Und man kann auch nicht den Effekt aktivieren von diesem Monster. Egal, man hat wenigstens einen Plus in der Hand. Zeiteffekt ist, man kann so viele, eine beliebige Anzahl von Ausrüstungszauberkarten mit verschiedenen Namen vom Deck, also auf den Friedhof schicken. Dann Spezialbeschwörer, ein Kriegermonster vom Deck, wessen Level gleich der Nummer von den Karten ist, die man auf den Friedhof gesendet hat. Ich weiß jetzt auch nicht. Wie spielen nochmal Noble Knights? Brauchen die Ausrüstungszauberkarten im Friedhof oder kann man die irgendwie wieder zurückholen? Weil dann ist es ja ziemlich gut. Aber ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht so schlecht. Der Effekt von dem. Gut, dann war es das eigentlich schon. Weil die alle sind ja schon vorgestellt worden. Das Heavy Metal for Electrum, das Pendel Link Monster für jedes Pendel Monster, das Link Monster für jedes Pendel Monster, so ist es richtig. Das ist das Insektor für ein paar Insekten. Das ist auch ein bisschen für alle Insekten, glaube ich, gut. Ja, Game Knight haben wir gerade vorgestellt. Invoker, Ziffer. Er schaut ziemlich cool aus, aber der Effekt ist jetzt, naja. Das Ritual Beast ist eigentlich ziemlich gut. Fresh Mordor's Sister, das ist jetzt nicht so der Klassiker. Aber eines haben wir hier noch, und zwar Steel Swarm Origin. Steel Swarm Origin, nicht Assassin's Creed Origin, wo ich jetzt mittlerweile jetzt immerhin die Hauptquest schon erledigt habe. Ja, okay, das hat Link 2 Licht Unterwäldler mit 2000 Angriff, okay, wenigstens haben wir ein bisschen mehr Angriff. Links, wow, die Link-Materialien sind Mitte oben und Mitte unten. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Materialien braucht zwei Iswarm-Monster. Und eins ist, wenn diese Karte in der Extra-Monster-Zone ist, kann kein Spieler Monster als Spezialbeschwörung beschwören, welche vom Extra-Deck in die Main-Monster-Zone kommen. Okay. Außer in der Main-Monster-Zone dieser Karte, also der, wo diese Karte hin zeigt. Ah. Also wenn man das blockiert und einen Token hingibt, okay, dann kann er noch immer Link machen. Irgendwas müsste man dorthin fetzen, was er nicht benutzen kann. Okay, ist jetzt nicht zu schlecht. Weil dann kann er seine Link-Zone nicht benutzen. Oh ja, das kann er schon benutzen. Aber es trotzdem, es geht. Und wenn diese Karte zu einem anderen Monster hinzeigt, das Monster kann nicht als Effekte gezielt werden. Oder durch einen Kampf oder durch Karteffekte zerstört werden. Wow. Ich meine, man macht den gegnerischen Ding auch noch ein bisschen was. Aber wenn es unterhalb ist, das ist ja dann gut. Zwei von denen, tak, tak, und sie schützen sich gegenseitig. Dann müssen wir noch den Angriff irgendwie machen. Und einmal pro Spielzug, wenn ein Monster auf dem Feld zerstört wird, entweder durch einen Kampf oder Karteneffekt, man kann eine Anzahl von Level 4 oder weniger Iswarm Monster vom Deck in die Verteidigungsposition als Spezialbeschwörung beschwören, mal der Anzahl der Nummer der zerstörten Monster. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Also das ist ja wirklich mal eine gute Karte eigentlich. Ich meine, cool, der dritte Effekt ist mit den Swarm Monstern nur in Kombination. Man kann ihn auch nur beschwören mit den Swarm Monstern. Es ist nur gut für Swarm-Monster, aber der Zeiteffekt ist wirklich extrem gut und heftig, wenn man zweimal so hintereinander.
Nicht so schlecht. Okay. Das war's dann eigentlich schon von den Yu-Gi-Oh! News. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, schaltet wieder ein, wenn es heißt Yu-Gi-Oh! News oder Yu-Gi-Oh! Duelle oder Pokémon Booster-Öffnungen, Yu-Gi-Oh! Booster-Öffnungen. Es wird mehr kommen, versprochen, im Dezember dann. Und bis zum nächsten Mal.